Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Peter Neururer wird neuer sportlicher Leiter in Wattenscheid. Urheberrecht Getty Images. Neuer Job für Peter Neururer, der frühere Bundesliga-Trainer, ist in Zukunft für den Regionalligisten Wattenscheid 09 verantwortlich, jedoch nicht als Coach. Beim Fußballregionalligisten Wattenscheid 09 gibt es eine personelle Überraschung. Peter Neururer wird neuer sportlicher Leiter beim früheren Erstligisten. Das bestätigte der langjährige Bundesliga-Trainer Sport1. Ich freue mich. Es wird eine schwierige Aufgabe. Aber es ehrt mich. Hoffentlich kann ich einen Traditionsverein dorthin führen, wo er lange nicht mehr war, erklärte Neururer am Mittwochabend im Fantok und ergänzte, ich bleibe Sport1 aber erhalten. Am Donnerstag soll Neururer auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden. Neururer bleibt Sport1 erhalten. Der 63-Jährige hatte zuletzt von April 2013 bis Dezember 2014 als Trainer des VfL Bochum gearbeitet. Mit dem Revierclub hatte er in seiner ersten Amtszeit von Dezember 2001 bis Juni 2005 die größten Erfolge gefeiert. Unter anderem führte Neururer die Bochumer in der Saison 2003/04 auf den 5. Platz in der Bundesliga und damit in den UEFA Cup. Aktuell arbeitet Neururer als Fußballexperte für Sport1 und ist in Sendungen wie dem Fantok zur Champions League oder dem Check 2-4 Doppelpass zu Gast. Diese Tätigkeit wird er fortsetzen. Wattenscheid hatte zu Jahresbeginn für Negativschlagzeilen gesorgt, als der Club kurz vor dem finanziellen Ausstand. Eine Crowdfunding-Aktion brachte 140.000 Euro ein, der Aufsichtsratsvorsitzende Ogozan Ken steuerte den Rest der benötigten 350.000 Euro bei.